Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, mein neues Buch kommt bald raus. Seht zu, dass er noch die erste Auflage kriegt. Lesungen werden wir überrannt, aber wir versuchen dann noch ein bisschen mehr zu machen gerade. Und genau, es sind die neuen Kurse raus. Selbstliebe-Challenge, Advanced-Wohlfühl-Challenge und der Resilienz-Kurs, der fängt ein bisschen später an in diesem Monat. Ja, das Gesetz der umgekehrten Anstrengung. genau, was ist damit gemeint? Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, gerade für Leute, die viel daten mit wenig Ergebnis, sich wahnsinnig anstrengen in der Beziehung, sich wahnsinnig anstrengen, bestimmtes Leben, also ein bestimmtes Ziel überhaupt im Leben zu erreichen, sich wahnsinnig anstrengen, Freunde zu finden, sich wahnsinnig anstrengen, Anerkennung zu bekommen und. Ja, und dann vielleicht feststellen, boah, ist irgendwie schwierig, klappt irgendwie nicht so richtig, was machen wir Menschen dann? Ja, wir strengen uns noch mehr an, ne? Vor allem, wenn wir so einen krassen inneren Antreiber haben, ne? So einen Wächteranteil in uns, der mal sagt, vielleicht noch aus der Kindheit, ne? Gas geben, Gas geben, Gas geben, strengen uns noch mehr an. Und erzielen komischerweise immer weniger Ergebnisse, ne? Also jetzt, wenn wir mal bei Dating bleiben, also du bist auf Tinder. Ich meine, warum Tinder, warum man Tinder nicht machen sollte, anderes Thema. Aber nehmen wir mal, du bist da, hast auch Matches, das passiert aber nichts, alles ist nervig, anstrengend und du tinderst noch mehr, du gehst auf noch mehr Dates, du machst noch mehr Matches, du schreibst noch mehr und es passiert nicht und es passiert nicht. Und es passiert nicht. Was kannst du dann eigentlich machen? Und da gibt es so ein schönes Gesetz, das gilt überall in der Psychologie und nicht nur überall. Und das heißt das Jerks-Dodson-Gesetz. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das aus den 50ern oder ich weiß, also das ist wirklich bald 100 Jahre alt, würde ich mal sagen. Und ich versuche euch das hier mal einzublenden. Wenn das jetzt hier klappt, so... Klappt natürlich nicht. Versuche das mal hier hinzuschieben. Ja, da haben wir es. So, also was ist das Jerks-Dodson-Gesetz? Also man jetzt nicht erschrecken, ein Koordinatensystem. Zack, zack. So, und hier oben haben wir das Ergebnis, sag ich mal. Ergebnis. Oder Leistung, also wäre in diesem Falle, ja, du hast Erfolg mit deinen Dating-Bemühungen so. Und hier unten die andere Koordinate, die nennen wir mal Anstrengung. Na, wie viel wischst du, wie viel tinderst du und ich weiß nicht was. So, jetzt wird man ja normalerweise davon ausgehen, ich mache mir mal hier so einen Stift, dass das irgendwie, denken wir zumindest, irgend so eine, vielleicht nicht ganz gerade, aber irgendeine Kurve ist, je mehr wir uns anstrengen, umso mehr Leistung erzielen wir. Ja, tatsächlich hat man aber herausgefunden, das ist übrigens auch im Sport so, es ist wirklich dieses Jerks-Dodson-Gesetz, zieht sich wirklich durch alles. Und warum sage ich jetzt auch noch Gesetz der umgekehrten Anstrengung? So ist es manchmal im spirituellen Bereich zu finden, wenn es darum geht, loslassen, nicht mal drum kümmern, ans Universum abgeben, in SLAA Schritt 1 machen und so weiter. Ja, aber in der Psychologie gibt es das eben auch, wie so bei vielen Sachen gibt es zwischen Psychologie und Spiritualität so geile Übereinstimmungen. Und tatsächlich sieht die Kurve aber so aus. Ich hoffe, ich kriege das gut hin. So. So, ja, so ungefähr. Das heißt, wir haben also hier, ja, also je mehr ich mich anstrenge, umso mehr Leistung erziele ich. Klar, wenn ich jetzt gar nicht rausgehe, mache überhaupt keine Bemühungen, dann finde ich auch kein Dating-Ergebnis und so weiter. Aber dann gibt es so ein Maximum irgendwo, ne? Und das ist eben typischerweise nicht bei der vollen Anstrengung, sondern bei weniger Anstrengung. Ne? Das ist auch, übrigens könnte man auch für Prüfungsangst machen, diesen Chart. Ne? Wenn man sich zu sehr anstrengt, zu viel lernt, kennt ihr vielleicht, ist schlechter fürs Prüfungsergebnis, als wenn man so ein bisschen
ein bisschen schon angestrengt, aber nicht zu sehr reingeht so. Und tatsächlich kracht dann diese Kurve aber sehr, sehr stark ab. Das haben wir übrigens auch, als ich damals im Bereich für Schädel-Hirnverletzte gearbeitet habe, haben wir da auch viel mitgearbeitet mit dieser Kurve, weil wenn man eine Gehirnverletzung hat, dann verschiebt sich die Kurve noch nach links. Das heißt, dann wird Anstrengung noch tödlicher. Aber wir bleiben mal beim Dating. Also man kann es wirklich, wirklich überall nehmen. Also, was ist jetzt das Problem? Es könnte sein, dass du, wenn du denkst, es funktioniert nicht, dass du denkst, du bist hier irgendwo und wenn du jetzt dich noch mehr anstrengst, dann wird es noch besser. Tatsächlich bist du aber häufig schon irgendwo hier auf der Kurve. Das heißt, also das Ergebnis wird schon immer schlechter hier. Ne? Und wenn du dich noch mehr anstrengst, wird das Ergebnis noch schlechter. Und jetzt das Gesetz der umgekehrten Anstrengung besagt halt, das ist, wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir machen wahnsinnig viel, dass es oft besser ist, sich weniger anzustrengen und die Leistung wird besser. Also was heißt das bei im ganzen Bereich Dating, Beziehung und Liebe? Die ganzen Beziehungsbücher mal weglegen, außer meine neuen. Weniger drum kümmern, loslassen, ans Universum abgeben und einfach sagen, hey, ich kümmere mich da jetzt nicht mehr drum, ich nehme es an, wie es ist. Und bleib im Moment und streng mich einfach nicht mehr so sehr an. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll denn das zu mehr Ergebnissen führen? Mein Vorschlag wäre, probier es einfach mal aus und schreib es in die Kommentare, ob da nicht was dran ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen das Problem ist, dass sie einfach zu viel machen. Also das weniger Anstrengung kann auch heißen, die Dating-App mal 2 Wochen weglegen, 3 Wochen weglegen, 4 Wochen weglegen und dann sie wieder nehmen. Also wie du das, es gibt ganz viele Arten, das umzusetzen. Aber probier es doch mal aus und gucken, ob die Ergebnisse dann nicht besser werden. Ansonsten mach die fucking Kurse, guck nicht nur die Videos. Ich habe ein hervorragendes Kursprogramm, wo wirklich tausende Leute drin sind und fast jeden Tag kriegen wir Nachrichten, dass Leute zufrieden sind und es wird auch ganz oft in den YouTube-Kommentaren geschrieben, macht die Kurse und macht es. Ich habe mal geguckt, was so bei den anderen Bereichen teilweise Online-Kurse kosten. Das war irgendwie das 4-5-fache, dachte ich mir, ey, wow. Also nutzt noch die günstigen Preise, bevor bei uns auch die Inflation zuschlägt und wir sehen uns bald wieder.